frage mich, ob irgendwas passiert. Wahrscheinlich müsste man das New Game Plus theoretisch noch durchspielen. Wahrscheinlich, wirklich. Wahrscheinlich müsste man das noch durchspielen. Machen wir aber jetzt nicht. Also ich meine, die Bosse noch ein zweites Mal. So richtig alles, weil der Schwierigkeitsgrad ist auch höher geworden. Mit unserer neuen Pistole wahrscheinlich immer noch kein Problem, aber ja. Aber nein, es passt schon. Wir haben das Spiel durchgespielt, wir haben alle Nebenquests jetzt dann gemacht. Das reicht. Und vielleicht, wenn mich die Muse packt, spiele ich privat noch ganz viele von diesen Stempeln. Und wenn ich merke, okay, es ist doch realistisch, dass man tatsächlich alle Stempel kriegt, dann machen wir nochmal einen Abschlussstream irgendwann in ein paar Wochen oder so, wo wir dann das Spiel wirklich 100% aber ich glaube es nicht. Ich bilde mir immer ein, vielleicht auch Absicht, aber ich bilde mir immer ein, dass in dieser im Baumstamm, in der Rinde, so Körper, so skelettierte Körper irgendwie eingewoben sind. Durch die ganzen Schatten und die minimale Beleuchtung kann man da halt sehr viel reininterpretieren. Aber für mich sieht es teilweise aus wie so Gerippe und Knochen, die da irgendwie an dem Baum hängen. Aber vielleicht sagt das mehr über mich aus als über das Spiel. So. Auf geht's. Letztes Quiz, wenn mich nicht alles täuscht. Dann haben wir's. Ramsi, danke schön nochmal. 50 dicke rote Herzen. Die sehen witzig aus. Dankeschön. Genau, wieder aufgefüllt. Yay. So. Pitiful. Letzte Frage. Ich habe auf dich gewartet, mein Sohn. Dies wird die letzte Frage sein. Es ist der Zeitpunkt gekommen, den Herrn zu preisen. Mögest du die letzte Frage hören? Ach so, möchtest du es hören? Ich bitte darum. Eine gute Einstellung, mein Sohn. Auch der Herr wird dies zu schätzen wissen. Wohlan, bist du bereit? Katka, du musst jetzt bitte weggehen. Dankeschön. Hey Katka, dankeschön. Vielen Dank. Im Ozean der Tintenfisch ist überaus erfinderisch. Wenn etwas droht, ein Überfall durch feindlich ihm gesinnt... Moment, stimmt das? Wenn etwas... Ich bin gerade abgelenkt, weil der Kater unbedingt auf die Tastatur klettern will. Geh weg jetzt. Der ist so nervig. Okay, Entschuldigung. Wo waren wir? Jetzt hat es mir... ich habe hier gerade mit technischen Schwierigkeiten zu kämpfen. Okay, Kater, komm her. Du musst jetzt hier weggehen, bitte. Hilfe! So, jetzt aber. Puh. Im Ozean der Tintenfisch ist überaus erfinderisch. Wenn etwa droht ein Überfall durch feindlich ihm Gesinnte, umgibt er sich mit einem Schwall aus seiner eigenen Tinte. Die führt der Kluge auf Schritt und Tritt zu diesem Zwecke mit sich. Mit. Sein Trick macht Schule, denn so geht durchs Meer der Menschheit der Poet. Von Manfred Lieser. Cool. Dankeschön, Katka, für die Donation und das nette Tintenfischgedicht. Und Fritz, danke fürs Folgen. Hi. So, letzte Frage.
Der Herr begehrt zu wissen, zu wie viel Prozent besteht der menschliche Körper aus Blut? Zu wie viel Prozent aus Blut? Ich würde echt fast zu 18 bis 20 tendieren, das kommt mir dann doch aber sehr viel vor. Ich hoffe, die Antwort finde ich auf Google. Blood in the... 7. Ungefähr 7% des Körpergewichts. Na dann. Stimmt eigentlich, ne? Das hätte der nette Priester genauer spezifizieren müssen. Weil Körpergewicht muss ja nicht unbedingt zum Beispiel Masse bedeuten oder so. Na gut. Preiset den Herrn, oh preiset ihn. Blut macht bei Menschen 7-8% seines Körpergewichts aus. Bei 75 Kilo Körpergewicht sind es etwa 6 Kilo, also 5,3 Liter Blut. Verliert der Mensch davon die Hälfte, stirbt er. Finden Sie das nicht etwas zu pauschal ausgedrückt, Pastor? Es gab schon durchaus Fälle, bei denen Individuen einen noch größeren Blutverlust überlebten. Oder Leute, die gestorben sind, nachdem sie ein paar Milliliter Blut verloren, ohnmächtig wurden und sich irgendwo den Kopf stießen. Ich habe schon eine Reihe solcher Fälle gesehen. Jeder Mensch ist da anders. Du nimmst mir die Worte aus dem Mund, mein Sohn. Dank Ihnen kenne ich mich mit... Dank Ihnen kenne ich mich mittlerweile etwas besser mit dem... das sagt York, jetzt verstehe ich. Dank Ihnen kenne ich mich mittlerweile ein bisschen besser mit dem Thema Mensch aus als noch vor wenigen Tagen. Amen, mein Sohn. Wohlan, so soll dir nun für deine heiligen Dienste eine Belohnung zuteil werden. Dank dir konnte ich einiges an wichtigen Daten sammeln. Und das Event in der Sonntagsschule wird nun zweifelsohne auch ein voller Erfolg. Ja, Taschenlampe? Warte mal, wir haben schon eine Taschenlampe. Für was brauche ich denn noch eine Taschenlampe? Tja, jetzt kann ich Licht ins dunkle Tal bringen oder so. Ich glaube, der Rekord liegt bei knapp 1 Liter Restblut im Körper und der Patient hat überlebt. Aha, interessant. Na gut, und wenn das jetzt ein sehr, sehr kleiner oder junger Mensch war, dann wäre 1 Liter wahrscheinlich auch wieder gar nicht so wenig wie bei einem erwachsenen Riesen. Aber wer weiß. So, wir haben es fast geschafft. Jetzt müssen wir nochmal... mein Mikrofon, der Kater hat es vorher verschoben. Jetzt müssen wir nochmal ins Kapitel 2 springen. Hilft nix. Und müssen uns dann nochmal durch ein paar Dialoge und Cutscenes durchklicken. Das dauert jetzt nochmal ein bisschen, ist ein bisschen doof. Aber ich glaube, es gibt sonst keine andere Möglichkeit, an Marvin ranzukommen. Ich glaube zumindest, dass der... in diesem Punkt der Story, in dem wir aktuell sind, eben schon nicht mehr verfügbar ist. Aber da schauen wir mal. Er ist auf jeden Fall ziemlich sicher jetzt nicht mehr verfügbar. Jetzt gehe ich mal an seinen Laden. Wenn jetzt Patricia den Laden übernimmt, dann weiß ich Bescheid. Ja, okay. Dann müssen wir das Kapitel 2 nochmal neu starten. Okay, speichern irgendwo, bitte. Ich glaube, im Polizeirevier kann man speichern. Zack, let's come back. Im Polizeirevier kann man nicht speichern, wenn es zu hat. Stimmt. Wo ist denn das nächste Telefon da oben? Okay. Skaten wir schnell hin.
Hey, Zach, it looks like we were right on the money. Tracing the San Rouge distribution route led us right to Louisiana. You know what that means. We've got a hot hand, and Lady Luck's given us far more favor than she ever has before. We just happened to hear news about Lisa's murder while sitting in a bar during our vacation in New Orleans. That certainly wouldn't have happened if we had stayed in D.C. They would have given the case to another special agent, or maybe even to the state, and then we never would have found it. In the end, it would have been... Na, bitteschön. Hallo. Danke. Ja, das ist halt ein winzig kleines Südstaaten-Polizeirevier, in dem es anscheinend auch nur einen Polizisten gibt. Ich meine, da stehen mehrere im Hintergrund, aber ich glaube, nur einer ist wirklich echt. Die anderen sind, glaube ich, aus Pappmaché. Das hat Öffnungszeiten. Also wenn da ein Verbrechen nach 18 Uhr passiert, dann ist nicht mehr die Polizei zuständig. So, Kapitelauswahl. Kapitel 2, 2005. Genau. Das müsste, glaube ich, passen eigentlich. Hoffentlich. So, da wurde jetzt gerade die Tochter, beziehungsweise doch die Tochter, oder? Von dem Obermafiosi-Kerl hier in der Stadt, in der Gefängniszelle getötet, wenn mich nicht alles täuscht. Das ist die Passage gerade. So, ich glaube, da müssen wir jetzt nämlich nur noch kurz dann die Sequenz überspringen, in der jetzt der Big Boss persönlich auftaucht. Und dann können wir die Quest abgeben und dann haben wir es geschafft. Do you think we're crazy? Ah, das müssen wir auch noch schnell machen. Ah, ja, das Orakel entschlüsseln. The one who, unfortunately, we need to. The one who, unfortunately, we need to. The one who bingos were current, and the one, in other words, according Lisa's, he apparent. Let's go. Oh no, what? Why is Zach anymore? With their sponge, you sorry, there's a bed, you saw, there's a place that bed, you saw, there's a place that beds all lined das up. Interessant, only da an amateur would hear that and think it must Gebäude be referring wird to a brothel. Die Post, die im Spiel nie vorkommt, und I mean, man come weiß auch nie, dass es die Post ist. Es ist einfach never, so ein it's Gebäude. A it's aber, you, ja. Okay. Hey. Oh, who, yeah. Nah, is this that's I don't nah. So übersprungene Videospieldialoge sind schon irgendwie ein Kunstwerk für sich. Naomi, Naoma, eh. Wo ist er denn? Wahrscheinlich müssen wir erst raus und wieder reingehen. Wie spät ist es denn? Vielleicht ist es auch ein Uhrzeitproblem. Ja, 18 Uhr. Nach 18 Uhr. Da müssen wir natürlich morgen wiederkommen. Ist es nicht in Wirklichkeit auch so? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich meine, wenn man Notfall hat, ist das selbstverständlich was anderes. Aber hat nicht auch so eine Polizeistelle, wie andere Behörden auch, im Grunde so Geschäftszeiten, wo man anruft, weil man irgendwie was klären will, weil man nicht mit dem Strafzettel einverstanden ist oder sowas? Ich weiß es wirklich nicht. Ich denke mir nur, das würde Sinn machen. Solange es kein Notruf ist, wenn es wirklich nur um hier, ich muss mal mit Beamten so und so reden, wegen dem und dem. Keine Ahnung.
So. Ich glaube, ich habe noch eine extra super starke Zigarette im Inventar, oder? Vielleicht können wir mit der die ganze Nacht durchrauchen, wenn wir ein bisschen Glück haben. Ja, eine extra starke und zwei normale. Hoffen wir, das reicht. Ungefähr 12 Stunden. Aber die extra starke hält schon sehr lange. Da kann man schon sehr lange in die Zukunft springen. Schauen wir mal. Du musst erst mal 22 Uhr zur Polizei. Da ist immer jemand da. Na gut. Oh, gerade mal bis Mitternacht. Das ist ja doof. Kommen gleich wieder die Snap. Die überspringen wir mal ganz fröhlich. Jetzt bin ich mir doch nicht mehr sicher, ob das reicht bis 8 Uhr morgens. Ich glaube, bis 8 müssen wir mindestens warten. Müssen wir doch nochmal ins Hotel. Das wird mich echt nerven. Ich befürchte, es reicht gerade mal bis 6. Beziehungsweise halb. 7. Naja, vielleicht macht er das Polizeirevier schon vor 8 auf. Das weiß ich nicht. Komm schon, Melvin, sei cool. Und es ist 6.40 Uhr und keiner ist da. Damn it. Seit wann kann ich denn den Gulli untersuchen? Taschenlampe. Ja, bestimmt. Weil mir der Priester die Taschenlampe gegeben hat. Genau, Taschenlampenbenutzung. Kann ich jetzt in Gullis nach Items suchen. Okay. Okay. Warum nicht? Warum nicht? Ja, da der Markt, der hat es wohl nicht mehr ins Spiel geschafft oder er ist zufällig gerade dauergeschlossen. Keine Ahnung. Müssen wir jetzt wohl einfach echt nochmal ins Hotel. Oh Gott, ey. Die letzte Quest will ich jetzt aber nochmal ordentlich wissen. Strapaziert meine Geduld jetzt nochmal bis ans Äußerste. So, los jetzt, rein da. Rein mit dir. Jetzt gehe ich noch an den Tresen und kaufe noch Zigaretten. Beziehungsweise haben wir im Koffer bestimmt Zigaretten. Und nimm die noch mit. Für den Fall, dass irgendwas nicht stimmt. Dass ich nicht lang genug im Hotel schlafe oder so. Dann kann eigentlich fast nichts mehr schief gehen. Und dann haben wir es geschafft. Ich habe leider nur normale und leichte, aber passt schon, das reicht ja. Okay, ab ins Bett. 2 Stunden Powernappen. Ziehen wir uns zur Feier des Tages noch schnell unseren Standardanzug an. So viel Zeit muss sein. Wir sind ja voll rasiert. Wann ist denn das passiert? Ich habe den nie im Leben rasiert. Vielleicht passiert das, wenn man Kapitel wechselt. Oder habe ich ihn doch rasiert? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Selbstbräuner habe ich aufgetragen. An das kann ich mich erinnern. Was sonst?
Tüt-tüt. Nee, wir sind doch gar nicht beim Tüt-tüt. Ich war schon wieder ein Ladebildschirm weiter. Das Tüt-tüt kommt ja jetzt erst, sonst hätten wir viel actionreichere Musik. Wir betreten jetzt erst die Open World. Mann, das dauert. Nee, warte mal. Wisst ihr was? Fahren wir schnell mit dem Skateboard zur Polizeistation. Die ist nämlich nicht weit weg. Und ich glaube, da sind wir schneller als noch eine Ladezeit. Zumindest macht's mehr Spaß. Ein bisschen werde ich privat definitiv noch weiterspielen. Schon allein, weil ich unbedingt mein Skateboard noch auf Geschwindigkeit 10 pimpen will. Einfach nur, um zu sehen, wie lächerlich schnell das dann wird. Und wie man dann wirklich mit einem Frame pro 2 Minuten wahrscheinlich durch die Stadt rast. Das wird cool. Das will ich mir nicht entgehen lassen. Sollte ich mich beeilen, bevor das Spiel noch mehr gepatcht wird? Die haben die Framerate eh schon ein bisschen repariert. Ich will Skateboard-Geschwindigkeit 10 bei voller gloriosa, super nicht mehr Darstellbarkeit des Spiels. Wenn schon, denn schon. Für das volle Deadly Premonition 2 Erlebnis. So, Melvin, reden wir. Sie sind ja eine richtige Maschine, Mr. York. Sie haben Ihre Abschlussquote restlos erfüllt. Ich danke Ihnen im Namen der Bürger von Le Carré. Hier, das ist Ihr Geld. Das ist Ihr Geld. Hä? Okay, das hier ist Ihre neue Abschlussquote. Wenn Sie wieder mal knapp bei Kasse sind, können Sie weiterjagen. Alles, damit La Carré auch morgen noch die friedlichste Stadt ist, die wir alle lieben. Die friedliche. Nicht die friedlichste. Achso, Nebenjobs freigeschaltet. Okay, ich verstehe. Aber Nebenjobs sind hier. Das ist nochmal was anderes als Sidequests. Ja. Ich glaube tatsächlich, dann haben wir jetzt alle Nebenquests abgeschlossen. Jetzt gehen wir nochmal kurz alles durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Bam! Das war's. Alle 47 Nebenmissionen gelöst. Ziemlich cool. Wir haben es geschafft. Das Spiel ist zu 100% completed. Naja, okay, wir haben erst 156 von 400 Stempeln gesammelt. Aber wie gesagt, ne. 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 Es ist einfach verrückt, ey. Ich habe das ganze Spiel, einschließlich der beiden Töte 30 Hunde-Quests, jetzt 354 Hunde erledigt und für dieses letzte Hunde-Achievement bräuchte man 750. Also quasi doppelt so viel. Und noch mehr. Das ist einfach zu irre. Und das ist nur ein Beispiel. Es gibt da absolut irre Bedingungen, die man erfüllen muss für diese Stempel. Und deswegen machen wir die nicht, habe ich beschlossen. Aber hey, Hauptstory durch. Alle Nebenquests erfüllt. Hiermit beende ich offiziell bis auf weiteres, wahrscheinlich für immer, Deadly Premonition 2. Es war schön. Eine schöne, verrückte Reise voller liebevoller Charaktere, voller witziger, abgedrehter Charaktere. Ich habe sehr gemocht, das Spiel, und mag es immer noch. Und insgesamt, jetzt wo es ein bisschen her ist, dass wir es durchgespielt haben und wo ein bisschen Zeit vergangen ist, kann ich als Fazit sagen, der erste Teil ist besser. Der erste Teil ist definitiv das bessere Spiel von den beiden. Hat einfach das bessere Feeling irgendwie. Ist charmanter irgendwie. Spricht mich auf jeden Fall mehr an. Das zweite ist spielerisch in vielerlei Hinsicht um Welten besser. Aber in Sachen Witz und Charme ist der erste immer noch der beste Teil.
Der zweite ist aber trotzdem sehr gut. Hat seinen ganz eigenen Stil, wirklich ganz eigen. Man darf wirklich keinen Nachfolger, kein klassisches More of the Same Nachfolgerspiel erwarten mit Deadly Premonition 2. Es ist sehr anders als der erste, findet aber wirklich seinen eigenen Stil, seinen eigenen Charme, seine eigenen neuen skurrilen Charaktere und das macht es sehr gut. Ein sehr cooles, sehr witziges, sehr abgedrehtes Spiel. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, aber im ersten Teil kommt es nicht ganz ran. So, Ende gut, alles gut. Dann machen wir jetzt wahrscheinlich Folgendes. Machen wir mal schnell 5 Minuten Pause. Hallo Lucario. Machen wir kurz 5 Minuten Pause. Ich steck schnell um. Und dann spielen wir eine Runde The Last of Us 2. Aber wahrscheinlich nicht bis zum Schluss. Weil die letzte, sagen wir, halbe Stunde mindestens, wenn nicht sogar die letzte Stunde, würde ich eigentlich schon gerne noch dieses Takeshis Castle Mario Party Spiel ausprobieren. Dessen Name ich nicht weiß. Aber das erschien heute im Rahmen von PS Plus. Kann man das jetzt quasi kostenlos spielen. Und das möchte ich mir mal anschauen, weil das sieht tatsächlich lustig aus, finde ich. Naja, na dann, bis gleich. Ich gehe jetzt wirklich, ich mache den Stream wirklich aus. Ich muss ein bisschen umstecken und dann spinnt das Programm öfter. Ich muss das wahrscheinlich neu starten. Aber es geht gleich wieder los. Erschreckt euch nicht. Bis gleich.